Und heute sind wir die einzige Gast von diesem Typ, habe ich sämtliche Scheiben und ich finde alle extra cool. Merkst du, dass ich ein bisschen durcheinander habe? Scheiben, ja. Oder? All die Bands, wenn wir von dir lesen konnten, ich habe es nicht mehr auf die Reihe gebracht. Was war der Anfang? Was ist jetzt? Und es gibt ja noch das Solo-Projekt hier, Scheiben, oder? Mhm. Wo hat es angefangen? Irgendwo zu Thun oben, glaube ich. Irgendwann hat es zu Thun oben angefangen, genau, mit extra. Wo wir im 02 war es, ja, das erste. Warte, ich kann schauen. Du nachher schauen, gut. 02, aber genau. Haben wir das erste Album rausgegeben. Also gestartet seit der 2000. Genau. Mhm. Und haben dann zwei Jahre eigentlich an dem Album gearbeitet. Und im 02 ist dann das erste Album rausgekommen. Und ist es gut gewesen? Das war super gewesen, klar. Das waren so die ersten. Ja, sagen wir mal, die ersten Gehversuche in dem ganzen Musikkuchen. Also wir haben jetzt das Album rausgegeben, haben dann irgendwie, tu mich nur darauf behaftet, irgendwie am Freitag haben wir in Bern im National gespielt, als Vorprogramm vom Fleuru. Und am Samstag haben wir im Mokka zu Thun gespielt. Und das ist dann immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie so ein Hin und Her gewesen, oder? Mhm. Da haben wir grosse Säle gespielt mit dem Fleuru, irgendwie tausiger Säle und grösser. Und die eigenen Konzerte waren aber natürlich klein gewesen, oder? Und das war so schon lustig gewesen, ja. Gut Alpha, ja, genau. Oder? Eigentlich, wenn ihr der Hauptakt seid, ist es ein bisschen kleiner gewesen, und in der Vorbandzeit, riesengross. Ist dann gross gewesen, ja. Und wann ist es so richtig abgegangen mit extra? Eigentlich gerade von denen, oder? Ja, definiere richtig abgegangen. Wann hat es gekehrt? Sagen wir es mal so, wenn sie die Vorbands-Sau kleiner gewesen und extra viel grösser? Nie. Ah, nie? Nein. Also bewusst nicht, oder hat es einfach wie nicht so geklappt? Also für uns hat es eigentlich recht gut geklappt. Mhm. Du willst als Musiker willst du immer mehr Leute und mehr verkaufen und grössere Säle spielen. Aber für uns hat das absolut gestimmt. Wir haben coole Openairs spielen zu dieser Zeit schon. Und ja, wir haben Hochhybrid gespielt, wir haben Gampel gespielt, wir haben Brienzersee Rockfestival, genau. Also grossartige Bühnen eigentlich, oder? Aber gleich cool, ja. Hat es nachher schon relativ früh eigentlich gebraucht. Also früh, ich weiss nicht. 2011 hat es geheißen, fertig. Pause, Crash. Oder was ist passiert? Ja, wir haben einfach Lampen gehabt. Nein. Nein, überhaupt nicht. Wir haben überhaupt keine Lampen. Und wir haben extra nie aufgelöst. Das ist ja der Witz. Gibt's eigentlich noch? Uns gibt es theoretisch noch. Praktisch einfach im Moment nicht. Nein, es war so, dass der Endo, der Gitarrist von extra, hat zu der Zeit, wo wir dann eben die Pause eingelegt haben, hat er einen Sub-Gitarrist gemacht vom Sledo beim DJ Bobo. Und dann hat das Sledo aufgehört beim Bobo und der Endo hat quasi das Angebot bekommen, dort fix einzusteigen. Ja. Und dann hat er mir irgendwann angerufen, also hat jedem Einzelnen von der Band hat er angerufen und hat jeden Einzelnen zum Nacht eingeladen. Und er hat gesagt, hey, schau, ich habe ein Problem. Der Bobo hat angefragt, oder? Zum wirklich fix einsteigen. Und er hat gesagt, ja, was ist da das Problem? Also ja, er weiß halt nicht, eben mit extra und Timo und Höltour ist dann eigentlich so ein bisschen am Ende zugegangen. Aber die Idee wäre natürlich gewesen, weiterzumachen, oder ein neues Album zu machen, eine neue Tournee. Und dann musste ich einfach sagen, hey, look, das ist eine Chance, die ist genau einmal im Leben. Wir können euch in 5 oder 10 Jahren noch ein extra Album machen. So gross ist das nicht. Aber die Chance, zum Bobo zu spielen und irgendwie, klar, im Olympiastadion, dort und hier Fußballstadion, die hast du einmal als Musiker, oder? Ja, ja. Und wenn du es nicht machst, ich klepfe dich, echt. Und wenn irgendeiner von den anderen von der Band sagt, nein, ich will, dass wir hier mit extra weitermachen, dann steige ich einfach aus. Dann löse ich die Band auf, dass du quasi kannst gehen, oder? Das ist jetzt extrem selbstlos, was du hier erzählst, oder? Ist das wirklich so gewesen? Weißt, ja, Musiker, es war wirklich so gewesen. Wir sagen immer, es ist so ein bisschen Familie, oder? Musiker, wenn man miteinander unterwegs ist. Und völlig. Gerade so wahrscheinlich, wie ihr gestartet habt, einfach so als Gielen zusammen und nachher Möglichkeiten bekommen. Dann ist das vielleicht noch familiärer wahrscheinlich, oder? Ja. Aber hat es nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, komm, wir nehmen doch einfach einen anderen Gitarrist und wir machen weiter? Das wäre die zweite Option gewesen, die er vorgeschlagen hat. Ja. Und wir haben uns dann einfach darauf geeinigt, dass das dann nicht mehr extra ist.
Der Andu, der Cousin und ich vor allem haben die ganzen Songs geschrieben, wir haben die ganzen Vorproduktionen immer gemacht. Mhm. Und da hat einfach wirklich ein Element gefehlt, wo ich das Gefühl hatte, dass nicht technisch, weißt du? Ja. Einfach vom ganzen Mindset her und von den Ideen her, das hat einfach gefehlt. Oder? Mhm. Es wäre dann eher nicht mehr das extra. Produkte klingt immer scheiße, Musik, aber es wäre nicht mehr extra gewesen, wie wir es eigentlich uns haben vorgestellt haben. Und darum haben wir es her lassen. Wenn er einen Deal hätte gemacht, weißt du, hätte er gesagt, zum DJ Bobo, los, unser Gitarrist kommt ein Jahr zu dir und dann kommst du ein Jahr zu uns. Kann singen ein bisschen, aber möglichst im Hintergrund, weil wir wissen, dass er nicht so gut singen kann. Ich kann aber sagen, das Problem ist einfach, ja, die extra haben wir jetzt nicht so Tänzer gebraucht. Ja. Nein, es ist halt beim Bobo, das ist halt einfach, das ist so ein bisschen eine andere Schuhgrösse. Oder? Mhm. Der macht dann auch nicht eine Tournee und ist am Wochenende weg. Oder? Der ist halt einfach mal, irgendwie, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Wochen in Chile irgendwo. Ja. Und ja, wie willst du das dann handeln in der Schweiz? Oder? Wir können doch einfach mit dem Andu das Album machen und produzieren und machen. Und dann, wenn er da war, hat man mit ihm gespielt. Mhm. Und wenn er halt nicht da war, hat man ihn dann live auch noch ersetzen. Das wäre nochmal eine Zwischenvariante gewesen. Du, aber jetzt schreiben. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, es ist eigentlich gar nicht aufgelöst, extra, oder? Mhm. Wartet ihr immer noch auf den Schlagzeuger? Jetzt ist er immer noch beim Bobo. Nein, der Gitarrist ist beim Bobo. Der Gitarrist. Ist er immer noch beim Bobo? Ja, der ist immer noch der. Ja. Ah, dann wartet ihr jetzt eigentlich, bis er dort spielt. Dann kommt er dann wieder. Ja. Nein, das ist jetzt ein Scherz. Nein, wir wissen einfach schlicht nicht, ja, wo das es her soll oder ja. was daraus entsteht. Ja. Wir irgendwie vor 2 Jahren oder so, ich glaube mittlerweile her, haben wir ein einziges Unplugged-Konzert gespielt. 2018. Genau. Mhm. Und das hat Touren gefackt. Und dann war er wieder dabei gewesen. Ja, ja. Das war ja, wirklich einfach das Konzert gewesen. Für das Konzert haben wir irgendwie 4-mal geprobt. Ja. Für das Endkonzert all die Texte wieder ins Hirn reinpicken. Mhm. Und es hat hure gefackt. Wie ist das nach 8 Jahren? Nein, das sind das 9 Jahre, wo der Pause hatte. Nein, 7 Jahre. 11 hat er Pause gemacht, das heisst, dann ist er eben zum Bobo. Und nachher 18 hat er ein Unplugged-Konzert gemacht. Wie ist das, wenn einer nach 7 Jahren wieder zurückkommt? Und eigentlich als Riesenstar, oder? Unterwegs mit dem DJ Bobo. Ja, hat man ihn beneden, etwas schräg angeschaut? Nein, es hat insofern keine Rolle gespielt, weil er sich als Person ja nicht verändert hat. Ja. Oder? Und auch als Musiker nicht verändert hat. Oder? Also, ja. Ich meine, beim Bobo ist natürlich geil, kann er dort dabei sein, aber ich meine, er ist der, der hinten links steht. Oder? Mhm. Das interessiert, doof gesagt, niemand gross, wer dort auf dieser Position steht. Oder? Dann kannst du austauschen. Genau, das ist cool für so ihn. Oder? Ja. Und das ja, gönnt genau. Man ihm. Genau. Aber wir anderen Extras haben ja seit dieser Zeit auch nie mehr zusammen Musik gemacht, oder? Mm-hmm. So richtig. Vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, wenn ich allein gespielt habe und der Cousin an der Beiz gehockt ist, haben wir halt irgendwie noch Feuer und Flamme schnell gemacht. Aber, mm-hmm. aber nicht irgendwie, komm, jetzt machen wir drei halt ein anderes Projekt irgendwie. Mm-hmm. Irgendwann ist es dann cool gekommen, oder? Genau. Warum hat es denn cool gegeben? Ist das einfach gleich so ein bisschen etwas Neues machen und das andere halt gleich noch ein bisschen stehen, so mit der Hoffnung, vielleicht kommt es dann wieder mal, aber gleich weitergehen mit Cool. Ja, die Anfrage von Cool ist eigentlich nur darum gekommen, weil der Stempf ist ausgestiegen. Dann hat einfach schlicht einer gefällt. Mhm. Und ja, dann hat mir irgendwann der Manager angerufen und gefragt, ob ich Lust hätte. Also lustigerweise, ja, irgendwie ein paar Wochen vorher habe ich ein Solo gespielt. Scheibe Unplugged in Adelboden. Ja. Und dann haben der Sagi und der Pat von Cool, die haben noch ein Duo, die ja. House Guys, haben auch der gespielt, am gleichen Anlass. Mhm. Und sie haben dann natürlich schon gewusst, dass der Stempf die Flocken macht, oder? Ja. Und nachher hat irgendwie der Sagi ist so zu mir geplaudert und gesagt, spielst du eigentlich nur akustische Gitarre oder auch elektrisch? Und dann habe ich so gesagt, ja, ich spiele schon auch elektrische Gitarre. Aber das, was ihr macht, wäre mir ja eh viel zu schnell, oder? Das ist Punk. ja, das regelt, oder? Und dann haben wir das so irgendwie, ja, haben wir noch ein bisschen darüber geplaudert, aber das hat sich dann, die Wege haben sich wieder getrennt, oder? Und ein paar Wochen später hat man dann eben den Rischi angerufen und gesagt, du, hättest du Lust? Komm doch einfach mal
ja, komm doch einfach mal proben. Oder? Und dann habe ich irgendwie 2-3 Songs habe ich eingeübt, bin auf Biel geprobt und das hat einfach auch von Anfang an funktioniert. Mhm. So vom Menschlichen her und von allem. Ist das ewige Liebe, ist das von Ihnen? Ist das cool? Oder? Die also Punk-Version. Ja. Punk-Version ist von Ihnen, gell? Das ist genau. Ja eigentlich auch so ein das, was er bekannt gemacht hat. Genau. So ein bisschen für eine breitere ja. Schicht mindestens. Bist du dort noch aktiv dabei? Wie cool. Dort bin ich noch aktiv dabei, ja, wenn da unsere, oder noch Pause. Unsere Kollegen, ja, die Pause ist aufgezwungen. Also jetzt Corona-mässig, ja, genau. So Mensch, ja. Aber sonst seid ihr noch unterwegs mit ja, dem. Ja, und ja. Am Aufnehmen und Machen und am Tun. Aber, und nachher gibt es ja noch den Scheiben unplugged. Ja. Wann hast du das angefangen? Einfach immer auch ein bisschen nebenbei, oder? Hast du gesagt, schau, jetzt habe ich mal extra Pause. Genau, das habe ich cool, auch noch Pause. Da musst du ja immer schauen, koordinieren mit den Leuten, nicht zu viele Leute, Corona-mässig. Dann mache ich Scheiben ganz allein, dann kann ich für mich schauen und kann gehen, wenn ich will und wenn ich also eben cool, hat ja in dem Sinne nicht eine Pause, die ist halt jetzt wirklich einfach auferlegt, oder? Das ja, ganze klar, Corona. Das geht ja auch nicht gleich, oder? Scheiben angeplagt habe ich, ja, eigentlich nachdem, dass wir Tim und Höll-Tour fertig haben, bei Extra, habe ich gedacht, ja, ich könnte eigentlich das machen. Ich könnte einfach selber ein bisschen, ein bisschen rumtingeln und ein bisschen Familienfester und Firmen-Events und so Geschichten spielen. Aber auch das ist jetzt im Moment extrem rar, oder? Also meine Firmenfester findet auch nicht statt im Moment. Was machst du jetzt als Musiker schieben? Also weißt du, allgemein als Musiker meine ich jetzt? Ja, nein, also spiele Band. Viel. Bitte? Ja, im Moment, ja. Ah, okay. Genau aus dem Grund, weil halt, wenn da irgendein Anlass ist, ist alles immer kleiner und kompakter und wenig Leute und dementsprechend sind natürlich auch Budgets kleiner. Ja. Wenn du irgendeine quasi Beiz hast. Du hast du so gefeuert, dass das Zeug brennt in den Augen, das ist unglaublich. Warum? Dass ich gefeuert? Ja, weil du ist... hast ein Feuer wollen. Ja, gibt's. Genau. Wir haben ja dann noch Wurstbrät, haben wir gesagt. Das machen ja. Wir dann noch. Sehr gut. Du, aber nachher hat es ja noch mal eine grosse Veränderung in deinem Leben, oder? Weil, ich weiss noch, als wir zusammen telefoniert haben, hast du gesagt, ja weisst, Familie habe ich ja auch noch. Das ist ja dann auch noch irgendwann gekommen. Wie hast du deine Frau lernen kennen? An einem Konzert? War es eine Gruppe? Nein, im Gegenteil. Okay, erzähl. Wir haben mit Extra am Z7 gespielt. Und sie war dann im Publikum und hat gedacht, was ist das für eine Arsch oder für einen schrägen Sieg. Doch. Und dann haben wir DRS3 live auf der Gasse gehabt. Ja. Das hat es dann noch gegeben. Ja. Live-Übertragung in Radio-Äther raus. Und ich habe mir überlegt, wie mache ich das, wie bringe ich das her? Ich bin extra immer, also das Intro ist gelaufen und dann ist die Band auf die Bühne und dann bin ich auf die Bühne. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wie bringe ich das her, dass das ganze Z7 einfach tut, als käme irgendwie der Bon Jovi oder der Robbie Williams auf die Bühne, oder? Ja. Überlegt, gut. Der Kollege Kreis umgefragt, das ist nahe Basel, hat irgendeiner ein FCB-T-Shirt? Das war ja nicht Fernsehen, das hat mir keine Ruckel gespielt. Ich wollte nur, dass sie mögen, wenn ich auf die Bühne komme, oder? Und es hat funktioniert. Und ich hatte ein FCB-T-Shirt dann. Als Berner? Als Berner, ja. Das wäre jetzt im Zusammenhang mit meiner Frau auch nicht das Problem gewesen, aber meine Frau ist GC-Fan, oder? Und dann kommst du natürlich mit einem FCB-T-Shirt nicht huere gut an, gerade auf erst Ding. So hat sie mich das erste Mal gesehen und ich habe sie das erste Mal bei ihrem Auftritt bei Music Star gesehen. Dann bin ich im Publikum gewesen. Da habe ich einen Kollegen begleitet, der als Journey ist dort war. Er hat gesagt, ja, kommst du mit, schießt mich an, allein zu gehen, komm, wir gehen dort schauen. Und nachher, irgendwann später kam dann MySpace. Und dann haben wir dann einfach so ein bisschen angefangen, hin und her zu schreiben. Mhm. So, der Vorname von Facebook quasi. Ja. Der Vorgänger. Ja. Ja. Und sie macht sie noch Musik oder nicht mehr? Mit den Kindern. Mit den Kindern. Aber Kinder hat es dann auch noch gegeben. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Zwei, ja. Wäre das ein Projekt allenfalls? Weißt du, das zeigst, meine Frau ist ja auch ein bisschen aus dem Ecke oder hat ja das auch schon gemacht. Und ja, also Musiker musst du ja immer ein bisschen neu erfinden, auf eine Art, oder? Findest du? Findest du nicht? Ja, ich find ein neu erfinden finde ich cool, wenn es nicht so auferlegt ist oder so erzwungen. Ja.
Also ich komme jetzt nie irgendwie auf die Idee und sage, oh, sind meine Songs irgendwie, finde ich zu langweilig, komm, jetzt mache ich irgendwie einen auf DJ Antoine oder so, jetzt muss da ein bisschen Techno-Beat drunter, oder? Einfach nur, weil es halt vielleicht gerade funktioniert, oder irgendwie, wie keine Ahnung, all die Jason Derulos und so, die immer im Intro ihren Namen noch sagen, dass man da sicher weiss, wer es ist, weil der Song gleich tönt wie von diesem, oder? Aber ja, mit der Frau Musik machen, das haben wir in der Tat auch schon überlegt. Mhm. Aber eben mit King und Kegel ist alles irgendwann eine Zeitfrage, ja, aber oder? Ja, das ist ja auch schon Kelly Family. Können Sie das aufbauen? Ja, ist eine Frage, ob du irgendwie in einem Doppeldeckerbus was die Schweiz hingeladen hast. Aber jetzt, du hast es vorhin angesprochen, so Corona-mässig. Du hast jetzt zwar wieder recht Auftritt, oder? Aber es hat ja sicher auch Zeit gegeben, die völlig tote Hose war, so im Lockdown. Ist wahrscheinlich auch nicht gelaufen. Sind das so Momente, ich meine, du hast jetzt gesehen, du hast Familie, du musst irgendwie deine Familie ernähren können. Sind das so Zeiten, wo du dir ernsthaft Gedanken machst und sagst, wahrscheinlich habe ich wirklich etwas falsch gemacht? Ich weiß auch nicht. Vielleicht geschieht irgendwo im Emmental geboren und kann mich selbst versorgen. Jetzt ist einfach wie tote Hose. Hat es so Momente gegeben? Ja, die hat es irgendwie schon gegeben, ja. Aber es ist Corona-technisch ist es eigentlich gerade noch so praktisch gewesen, dass ich bin selbstständig war, weil meine Frau, die arbeitet in der Psychiatrie. Und die hat natürlich dort relativ viel zu tun gehabt. Also normalerweise arbeitet sie 80%, jetzt im Moment so immer noch. Ja. Irgendwie 100, 110, 120, einfach viel zu viel, oder? Mhm. Weil halt einfach dort wirklich auch ein bisschen Ausverkauf ist halt. Ja. Und wir haben von einem Tag auf den anderen haben wir müssen Kinderbetreuung irgendwie handeln, oder? Ja. Also wir haben einen Tag waren sie beim Grossi. Jetzt geht das wieder, aber ja. beim Lockdown dann, jetzt hat einfach am Sonntagabend geheissen, ja. Jetzt, morgen, 8 Uhr, Grossi kommt nicht, oder? Was machen wir? Ja, und dann war es natürlich gäbe, dass ich bin rum gsi und das konnte können übernehmen und ich eigentlich die ganze Corona-Zeit mit den Kindern mehr oder weniger ja, gespielt und gesündelt. Und es gibt aber auch eine wahnsinnige Bindung, oder? Wenn du als Vater so eng mit deinen Kindern bist, weil sonst in der Regel bist ja, du unterwegs, Fall, ja. egal was du machst, ob du ja. Musiker bist oder irgendwo in einem Büro arbeitest oder was auch immer. Oder? Ich glaube, das ist ja auch wie eine Chance, dass du mit deinen Kindern so eine enge, verbundene Zeit kannst. Das ist so, ja. Gut, was ich natürlich muss sagen, wir haben glücklicherweise wirklich einen riesen Garten, wo man einfach sich austoben kann, vor allem auch die Kinder. Mhm. Und was uns natürlich extrem zu gut ist, das schöne Wetter, oder? Ja. Also ich meine, während dem ganzen wirklichen Lockdown-Gedöns-Dingens ja. haben wir irgendwie 3 Regentage oder so gefühlt, mhm. oder? Und wenn es umgekehrt wäre, 3 Sonnentage, oder wenn du irgendwie monatelang irgendwie bis auf eine Stunde oder so, wo du gleich mal rausgehst, dass sie frische Luft haben, irgendwie daheim hockst. Oder, ja. Oder, ja, ich habe mir auch manchmal überlegt, weißt du, Families, die in einer Wohnung wohnen, die irgendwie einen Balkon haben, der so gross ist wie der Tisch, wo quasi die einzige Möglichkeit zum Rausgehen da ist. Auf einem Spielplatz hast du ja nicht können, die waren ja zu. Gewesen, ja, oder genau. Zumindest hier waren sie auch zu. Gewesen. Und dann hast du vielleicht noch schulpflichtige Kinder, oder? Dann hast du irgendeinen Beruf, egal, ob du jetzt auf dem Büro arbeitest, oder ja. Schreiner, oder Metzger, oder Bauarbeiter, und hast plötzlich den mit Homeschooling und wirst zum Lehrer, oder? Und das in engen Verhältnissen. Meine, dann wäre noch anders Rock'n'Roll gewesen, oder? Ja, genau. Psychiatrische letztendlich, ja. Ja, genau. Du, was ich mich auch noch gefragt habe, du bist ja von... Oh, schau jetzt, du. Das brennen wir dann schon gleich. Ich habe gesagt wegen dem Feuer, gell? Ja. Du hast gesagt wegen dem Feuer, ich habe nichts. Du kommst ja vom Berner Oberland, oder? Von Thun? Oder nicht Thun? Also ganz ursprünglich aufgewachsen bin ich wirklich im Berner Oberland. Eben, gell? Ja. Also geboren bin ich jetzt 2 Simmen und dann mit irgendwie 6 auf Meiringen. Und dann bin ich bis, glaube ich, 16 oder so, bin ich zu Meiringen gewesen, und dann bin ich auf Thun im Musikgymer. Ja. Wie kommst du jetzt? Hier bist du ja fast zu Basel. Wie kommst du hier runter? Also weißt du, meine, fehlen dir denn nicht Berge? Frau? Nein, Berge fehlen mir nicht. Einfach, bist du den Kompromiss eingegangen und hast gesagt, du bist eine gute, schöne, liebe... Es ist einfach das Naheliegendste. Ja.
irgendwie gewesen, ja, zu dieser Zeit, ja, sie hat einen fixen Job gehabt, ich nicht. Und es war halt einfach einfacher gewesen, oder? Mhm. Dass ich da herkomme. Das, was fehlt, das ist der See. Ja, ja. Der fehlt wirklich einfach das Wasser. Aber und Wasser hast du ja auch, genau. Das hörst du da im Hintergrund. Genau. Das du, Scheibe, lass jetzt mal. Jetzt ist ja, du hast gesagt, jetzt ist ja alles ein bisschen kleiner geworden, oder? Durch die Corona-Geschichte. Kann man denn die als Scheibe, kann man die buchen? Weißt du, für ein Familienfest ist das zahlbar? Ich bin extrem käuflich, ja. Wirklich? Ja, nee, das ist natürlich auch, das ist die Idee von dem Ganzen. Also wenn ich eine Gartenparty machen will, dann kann ich dir anrufen und sagen, Scheibe, wir sind 30 Leute, 40 Leute oder so und wir wollen eine gute Stimmung haben, dann kommst du. Ja, das haben schon viel gemacht. Ja. Und was ist so dein Repertoire? Von wem nimmst du jetzt? Von Extra, von Cool oder Scheibe Unplugged? Oder ist es eine Mischung? Grundsätzlich einfach alles, was irgendwie wo Spass macht. Also viele Sachen ist natürlich Mundart, ja. Aber dann nicht nur Extra oder Cool oder eigene Geschichten. Es geht mir einfach vor allem darum, dass die Leute sagen, jetzt ist mir Asche in Kaffee. Ja, das und macht du nicht. Bist schon. Das macht nichts, Asche macht nichts im Fall. Das kannst du gut verdauen. Nein, es, die Idee vom Ganzen ist wirklich einfach, dass man eine gute Zeit haben soll. Und so können mitsingen. Ja. Also eigentlich bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wo ich halt einfach den Song cool finde und drum spiele. Ja. Sollte es eigentlich so sein, dass du nicht zu 90% kennst. Und kannst mitsingen und mitschaukeln und einfach eine gute Zeit haben. Und das ist zum einen eben sind Mundart-Songs und der Rest ist mehr oder weniger Pfadi-Büchli. Mhm. Also wirklich von Country Roads, all das, die grossen Musiker oder die pseudogrossen Musiker sagen, das ist mir zu wenig, das ist mir zu doof, das zu spielen, oder? Dann muss ich halt einfach sagen, ja, dafür spiele ich heute Abend, ja. Du halt vielleicht nicht, oder? Genau. Weil es ist dein absolute Highlight in Sachen Musik, wo deine Handschrift trägt. Was ist so das, was du sagst, leck, das ist einfach grossartig. Also mein Mensch-Highlight, wo mein Name... Weißt du, wo du vielleicht mal gespielt hast, wo du hast gemerkt, leck, da habe ich die Leute berührt, die Leute bewegt. Gibt es so ein Stück, wo du sagst, das funktioniert einfach immer? Ja, es ist schon, als ich angefangen habe mit dem ganzen Scheibe Unplugged-Zeug, eigentlich ist das aus der Idee heraus entstanden, weil wir bei Extra relativ viele Anfragen hatten für Hochzeiten. Mhm. Wegen Feuer und Flamme. Ja. Und ja, bei Extra haben wir immer gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir wollen keine Hochzeits- und Geburtstagsband, ja, sein. Und als wir dann pausiert haben, habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Also ich meine, wenn das Verlangen da ist, dass der Song am Hochzeit gespielt wird, dann mache ich das einfach allein, oder? Mhm. Und das ist am Anfang ist das schon noch so speziell gewesen, wenn du irgendwie einen Song, wo du selber geschrieben hast, spielst du dann irgendwie am Apero oder in einer Kille, wo es eh noch schön tönt, und nachher hast du irgendwie ein Brutpaar, wo keine Ahnung, wo eine Verbindung hat zu diesem Song, sonst buchen sie mich ja nicht, ja, oder? Wenn die Verbindung, genau, ewige Liebe ist, buchen sie nicht mehr. Mhm. Und dann merkst du, hey, diesen Leuten bedeutet dieser Song etwas. Ich habe den irgendwie geschrieben und der bedeutet jetzt denen etwas. Oder noch extremer, die Brut heult, weil jetzt dieser Song live gespielt wird, an ihrer Hochzeit, in ihrer Kirche. Das ist schon noch, ja, schon noch crazy. So und, ja, das glaube ich. Hat es dir aber auch das andere Mal gegeben? Weißt du, das stelle ich mir auch immer vor, weil das ja manchmal schon wird. Wenn du vielleicht irgendwo Moderation machst vom Anlass und die Leute weinen und weinen, einfach nicht. Es gurkt an, keine Ahnung warum. Und ich stelle mir vor, als Musiker, das ist noch viel trauriger. Oder? Wenn du auf der Bühne stehst und die Leute machen alle ja. Und es will eigentlich niemand hören und es gurkt an. Hast du auch schon so einen Moment erlebt, wo du das Gefühl gehabt, hey, nein? Ich habe mal im Graubünden gespielt. Und der Veranstalter, also respektive die Beiz, hat mir angerufen und hat gesagt, wir wetten dich gern, aber im Trio. Mhm. Einfach ein allein ist uns zu wenig, wir wollen dich im Trio. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann stelle ich doch für euch ein Trio zusammen. Und das Trio zusammengestellt, bin mit einem
glaube, einem zweiten Gitarrist und einem Bassist bin ich dann gegangen. Ja. Dort hergefahren, Soundcheck gemacht, alles tiptop. Auf die Bühne kam, drei Sets haben wir gespielt. Der erste Song gespielt. Pumpenvoller Club, pumpenvoll. Also die Leute wirklich einfach so. Der Song fertig und nicht ein einziger Mensch hat applaudiert. Keiner. Das habe ich so weder vorher noch nachher, das habe ich nie mehr erlebt. Und weißt du, warum das so war? Keine Ahnung. Die hatten dann später am Abend eine riesen Party gehabt. Aber einfach beim ersten Song einfach kein Mensch hat applaudiert. Wie wenn es vom DJ wäre gekommen. Ja. Und dann stehst du auf der Bühne und ich meine, du erwartest ja nicht irgendwie jedes Mal ein Robbie Williams Geschrei. Ja, ja. Aber einfach wär's irgendwie... Wäre es cool, oder? Ja, natürlich wäre es cool, aber das gibt es halt nicht immer, oder? Ja, ja. Und dann stehst du so dort. Ring! Niemand ich glaube, ja komm, machen wir mal den zweiten, oder? Oder? Ring! Ja. Ring und nichts, einfach nichts. Ja. Und das ist schon noch heftig. Ja, das glaube ich. Einfach, weil es komplett anders erwartet, oder? Weißt du, wenn wenigstens irgendwie vor der Bühne zwei, drei, hast du ja dann eigentlich fast immer, weißt du, ja. Irgendwie schnell, ja, das hast du jetzt gut gemacht, tipptopp und so. Und dann einfach nichts. So, jetzt sind wir fast eingeäschert, hä? Es kommt gut. Es kommt gut. Lass mal, was mich so interessiert, du hast was ist denn so das nächste Highlight jetzt so in deinem Leben? Musikmässig, familienmässig, Reisen, keine Ahnung. Was ist so, was steht da? Oh, das ist eine gute Frage. Jetzt mal schauen, wie sich das ganze Corona-Zeug entwickelt. Ich habe das Gefühl, irgendwann wird das plötzlich Klepfen machen und er muss dann mit diesen Highlights aus dem Köcher kommen. Ja. Aber wir sind mit Cool sind wir jetzt noch das Album am fertig machen und das kommt dann irgendwann raus. Also eigentlich wäre der Plan gewesen, dass das im Frühling rauskommt, aber das weiss jetzt im Moment kein Mensch, ob das überhaupt Sinn macht, oder? Weil das Album rausgeben, wenn du nicht kannst spielen kannst, springt nicht so viel, oder? Und darum ist dort halt alles ein bisschen auf Standby. Das wird sicher eine von der grösseren, von der grösseren Sachen sein, so in nächster Zeit. Ja. Gut, am Schluss von der Sendung frage ich die Leute auch immer, was wäre dein Wunsch, was willst du als nächstes sehen in dieser Sendung? Gibt es irgendeine Person, wo du sagst, dem sein Schicksal oder dem sein Hobby oder dem seine Erfahrung oder Erlebnis finde ich extrem spannend? Gibt es so jemanden? Ja, das gibt es. Und den habe ich ausgewählt, weil ich so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen, weil es einfach extrem viele Parallelen an sonst gibt zu meinem Leben. Wo in seinem Leben sind. Also er war auch bei Music Star. Also ich war selber nie, aber meine Frau. Ja. Er hat eigentlich die ersten Gehversuche, also zumindest so medial, musikalisch natürlich nicht, aber auch bei Music Star gehabt. Und ist mittlerweile Mitproduzent bei Cool von uns, also unser Co-Produzent, okay. Wenn du so willst. Und er hat vor ein paar Jahren, ist jetzt nicht mehr, ein, zwei Jahre, hat er selber ein Tonstudio aufgemacht, wo wir unsere Sachen auch aufnehmen. Der Michu Stauder. Und der hat während dieser ganzen Corona-Zeit glaube auch relativ zu kämpfen gehabt. Mhm. Und jetzt mittlerweile läuft es wieder gut. Und das ist ein extrem liebenswerter und guter Freund. Und darum würde ich gerne hören, was er so zu erzählen hat. Sag ihm das noch schnell, der Trien Michu. Michu, kein Scheissdreck erzählen. Gell? Tu mir jetzt einfach nicht irgendwie einen an das Bein, gell? Du bist ein Lieber, du bist ein Freundlicher. Wir tun hier schön, sauber. Der Lukas kommt vorbei. Super, machen wir. Kommt schauen, wie es dir geht. Machen wir, bin ich gespannt. Ja, Scheibe, wir könnten wahrscheinlich noch lang, wenn es dir auch nicht langsam würde, die Luft wegnehmen. Spannendes Leben, finde ich, hast du bis dahin schon gehabt. Und ich glaube, du hast noch ganz, ganz ein langes und spannendes Leben vor dir. Musikalisch hoffe ich für dich und deine Bands
dass es weitergeht und eben noch Highlights gibt. Für Extra bin ich selber gespannt, wie lange das der Bobo... Da sind wir selber auch gespannt. Genau. Und ich bin sicher, wir hören noch von dir. Und ich finde es schön, wenn man am Schluss wieder sagen kann, ich habe sämtliche Scheiben von dir und ich finde wirklich alle Extra cool. Danke vielmals für das Gespräch. Ich danke dir. Dir eine gute Zeit. Gleichfalls. Und alles Liebe. Das war es von der Sendung. Einfach Mensch mit dem Scheiben. Und wenn ihr Lust habt auf weitere so Geschichten, ihr wisst es immer am Dienstag oben auf Schweiz 5. Mich würde es freuen. Gute Woche und habt Sorge zueinander. Und jetzt sind wir noch den Landjäger rüber.